Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Bürgerfernsehen des Gerarer Fernsehens sozusagen. Ja, und wir haben ein bisschen verspätet aus Krankheitsgründen heute das Thema, was eigentlich zum Frauentag schon hier besprochen werden sollte in unserer Gesprächsrunde, wieder im Rahmen des Dialogs der Generationen. Wir können vielleicht jetzt sogar sagen, wir haben wirklich einen Dialog der Generation. Ich bin die alte Frau mit zwei ganz jungen Frauen hier, die sich gleich auch vorstellen werden. Und das Thema ist ein bisschen schwierig, mag vielleicht auch nicht jedem liegen, habe ich jetzt eben auch schon so ein bisschen mitbekommen. Die ganz große Überschrift, der demografische Wandel. Das ist ja, steht uns ja bevor. Vielleicht sind wir in Gera schon mittendrin. Wir haben es gar nicht so rausgefunden bisher. Nur wenn man Statistiken sieht, dass in vielen Stadtteilen schon 40% der Bevölkerung über 50, 60 Jahre sind, denke ich, kann man schon davon reden, dass wir eine eher alternde Gesellschaft werden. Ja, und hat dieser demografische Wandel ein weibliches Gesicht? Das wollen wir fragen. Oder kann es auch sein, dass es Vor- und Nachteile junger Frauen gibt, wenn er so richtig einsetzt? Aber jetzt stellen wir erstmal beide Frauen, junge Frauen vor, die hier sind. Julia und Tanja Toss, also Julia Batze und Tanja Toss. Und ihr macht das mal lieber selber, dann könnt ihr gleich sagen, wozu ihr gehört und was euch vielleicht auch an diesem Thema interessiert. Ja, ich bin Julia Batze, Kreissprecherin von Bündnis 90 Die Grünen, gleichzeitig auch noch Studentin in Jena, neuere Geschichte, mache jetzt gerade meinen Master und bin da am Ende, bin also auch jetzt kurz davor ins Berufsleben einzusteigen, habe das zum Teil schon getan mit einem Minijob, den ich zurzeit noch habe, also ich bin da auf ganz viele Weise vom demografischen Wandel oder Frauen im Berufsleben betroffen. Genau. Können wir gleich mal nachhaken noch, wie? Genau. Ja, mein Name ist Tanja Toss, ich bin 28 Jahre alt, ich bin in der SPD, heute noch die SPD-Fraktionsgeschäftsführerin, bald die Mitarbeiterin von unserem Landtagsabgeordneten Wolfgang Lemp. Und ja, das Thema Frauentag und Frauen im Beruf ist natürlich allgegenwärtig, ne? Gleichberechtigter Lohn für die gleiche Arbeit. Und am Frauentag hatte ich einen schönen Artikel gelesen im Fokus, der nämlich die Überschrift hatte, braucht es denn Frauen oder was würde sich ändern, wenn es keine Frauen in der Gesellschaft gab? Und ich fand das sehr spannend, weil mich das auch zum Nachdenken angeregt hat, sei es in der Politik oder in der Kirche, wir haben jetzt einen neuen Papst, ne, aber es sind alles Kardinäle, oder in der Politik, was sich denn wirklich ändern würde, wenn es Frauen nicht mehr gäbe. Das fand ich spannend und deswegen freue ich mich auf die Diskussion da mit euch. Also ich denke, so frech können ja nur Männer sein, finde ich, zu sagen. Also noch nicht mal, ich glaube, die schlimmsten Feministinnen haben so einen Satz geprägt. Braucht es überhaupt Männer? Feministinnen, soweit ich weiß, sind doch immer noch dabei. Also sie sagen, uns braucht es beide Geschlechter eben. Aber nichtsdestotrotz, davon lassen wir uns nicht beirren. Ich denke, es braucht Frauen einfach auch schon, um dem demografischen Wandel so insofern zu entgegnen, dass auch wieder junges Volk, Menschenvolk heranwächst. Aber das war ja nicht oder sollte eigentlich nicht unser Thema sein. Es sollte vielleicht wirklich unser Thema sein, hier Frauen und Arbeitsplatz oder Frauen und Arbeit schlechthin. Ja, der demografische Wandel, wenn die jungen Frauen, ich gehe mal jetzt gleich wieder hier so der Reihe nach, wenn die jungen Frauen jetzt wirklich so mitten reinkommen, wie es hier in Ostthüringen ja schon aussieht, dann scheint es nicht mehr nur Minijobs zu geben für Frauen, sondern wirklich voll, auch bei guter Ausbildung, wie so einem Studium, was ja sonst früher unmöglich war, einen Arbeitsplatz, auf einen Arbeitsplatz zu kommen, schon gar nicht für Frauen. Kann das sein, dass das wirklich so real wird, dass man ganz schnell was bekommt, auch mit so einem
abwägen. Ich toll im Studium, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein ganz interessantes Studium ist, aber die interessantesten Studiengänge waren ja nie dafür da, dass man gleich schnell, sogar noch als Frau, einen tollen Arbeitsplatz bekam. Ich denke, das ist auch heute nicht mehr so. Also gerade bei dem, was ich mache oder allgemein Geisteswissenschaften, ist es immer noch schwierig, was zu finden, beziehungsweise auch was zu finden, was man gerne machen möchte. Hier in der Gegend, also das ist halt auch schon die Frage, bleibt man hier in Ostthüringen oder geht man doch irgendwo anders hin, wo man vielleicht bessere Chancen hat? Also es ist immer noch nicht einfach, was zu finden, und ich glaube, aber das ist gar nicht mal so eine Frage des Geschlechtes, sondern einfach liegt es am Studiengang. Da gibt es vielleicht in anderen Bereichen mehr Chancen für Frauen, also Pflegeberufe oder andere Dienstleistungen. Aber bei den Geisteswissenschaften ist es auch schwierig. Also persönlich jetzt mit einem abgeschlossenen Studium in Geisteswissenschaften wird es scheinbar nicht so gut aussehen, wird es immer noch schwer. Wenn ich da ansetzen kann, das ist nämlich, also der Artikel war ja nicht bös gemeint, sondern das war ja bewusst ironisierend dargestellt, und ich finde, das passt genau dazu mit Frauen und Arbeit, denn wenn wir uns mal angucken, du hast es angesprochen, Frauen in der Pflege, Frauen als Friseur, es gibt ja diese typischen Frauenberufe, ne? Und der Artikel hat eben genau danach gefragt, wie ist es denn in den Vorstandsposten, wie ist es denn in den Führungsebenen der Politik? Welcher? Den ich vorhin beschrieben hatte, der am Fokus, dem, was ich, hier noch genau, nicht was ich denn ändern würde, wenn es Frauen nicht gäbe. Es ist böse gefragt, aber es trifft es auf den Punkt. Also es würde sich nicht ändern, aber was, wenn die Dienstleistungsberufe, das ist ja mehr oder weniger Krankenpflege, Altenpflege, Verkäuferin etc., würden die Männer das einfach so schnell übernehmen? Naja, ich finde, es ist sehr anstrebenswert, dass man das auch gut durchmischt und dass man da auch eben eine Gleichberechtigung hat und eben auch Frauen in Führungspositionen bekommt, ne? Weil Frauen sind ja genauso fähig. Oder warum bekommen denn Frauen weniger Lohn als Männer? Ja, es sind alles Themen, die wir sonst an Frauentags, am Frauentag gerne besprechen. Deswegen habe ich auch gedacht, gehen wir mal auf eine ganz andere Seite, weg von den problematischen Dingen, die Frauen ja immer noch treffen. Und jetzt kommt jemand von Focus und behauptet, es könnte ja auch alles ohne Frauen gehen. Nee, das war nicht so gemeint. Wie gesagt, das war bewusst überspitzt und eben aufzuzeigen, dass Frauen eben noch lange nicht da sind, dass man eben überall in Führungspositionen ist. Das ist sicher besser. Aber wir sind halt auch noch nicht am Ende. Da geht es auf jeden Fall noch weiter. Und das Thema ist ja nicht nur präsent am Frauentag. Also das ist ja wirklich jeden Tag im Jahr, wo man sich dafür einsetzen sollte, dass es eben da diese Gleichberechtigung gibt, sowohl im Lohn als auch in den Führungsebenen. Genau. Wir sprechen gerne über Gleichberechtigung, über Geschlechtergleichheit, denke ich. Das ist ja der neuere Begriff und sicher auch nicht ganz unrichtig, dass die Geschlechter an sich auch in allen Bereichen der Gesellschaft und im Leben gleichgestellt werden. Und das ist ja eventuell auch noch eine Frage, aber ich will jetzt nochmal zum Dienstleistungsbereich gehen. Die Agentur für Arbeit war eigentlich auch eingeladen, IHK, weil es gibt schon immer noch das Thema, wie weit der demografische Wandel jetzt auch hier in Ostthüringen zum Beispiel sich auswirkt, wirtschaftlich, arbeitsplatzmäßig. Und der Herr Riebenhack von der Agentur für Arbeit hier in Gera oder dem Bezirk Gera, ist ja wohl so ein Bezirk, Altenburg gehört dazu, wie ich gelesen habe, meint, die Frauen haben zumindest hier im Gebiet nicht mehr das Problem der Arbeitslosigkeit, so wie noch vor einigen Jahren. Es ist wirklich so, dass Frauen viel weniger arbeitslos sind als noch vor 3 Jahren, sage ich jetzt mal. Julia Batze, kannst du da vielleicht noch mal was dazu sagen? Ja, das mag so sein, dass es weniger Frauen sind, die arbeitslos sind. Die Frage ist aber auch, was sind das für Jobs und was verdienen sie? Also meistens sind es ja doch, wie gesagt, Dienstleistungen, wo weniger allgemein verdient wird. Und dann muss man vielleicht trotzdem noch aufstocken oder dann auch längerfristig gesehen
wenn man jetzt wenig verdient, hat man weniger Rente und muss dann auch noch vom Staat trotzdem Geld bekommen, was ja nicht das Ziel sein kann. Also es sollte ja trotzdem so sein, dass man auch von einem Job 40 Stunden oder wie auch immer leben kann und das gut und auch so, dass man Kinder versorgen kann und alles halt so machen möchte, wie das, also wie man sich das vorstellt. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Das ist die Gegenwart, ne? Die Gegenwart, die eben mehr oder weniger immer noch die Frauen in die Dienstleistungsbereiche schiebt. Sie lassen sich, denke ich, auch nicht ungern da schieben, reinschieben. Und die aber das bedingt, was ja an Frauentagen häufig auch ein Thema ist, eben diese Lohnungerechtigkeit, beziehungsweise dass Frauen immer diejenigen sind oder meistens diejenigen sind, die viel weniger verdienen, so bis zu 23%. Ja, Frauen sind weniger arbeitslos. Da müsste man noch mal gucken, wie das bei den Männern ist im Verhältnis, ne, zwischen Frauen und Männern. Ich weiß nicht, das ist in der Statistik hier im Bezirk Altenburg, Agentur für Arbeit Altenburg-Gera, wirklich so, dass die Frauen jetzt viel weniger arbeitslos sind als noch vor einigen Jahren. Mag ja sein. Also der demografische Wandel so sagt ja nichts anderes aus, als dass wir immer älter werden, ne? Und dass halt leider immer weniger junge Leute auf die Älteren kommen. Und deswegen, also gerade im Bereich der Pflege ist es ja logisch, weil ältere Leute müssen auch irgendwie versorgt werden, dass es dann da größeren Bedarf an Arbeitnehmern gibt. An Menschen gibt, die das sozusagen auch beheben, das Problem, dass alte Menschen gepflegt werden. Dazu gab es zumindest nach meinen Recherchen, als ich geguckt habe, was Thüringen überhaupt so zum demografischen Wandel bisher macht. Es gibt ein Netzwerk, dazu war auch jemand eingeladen. Das BDI hier in Gera ist da sozusagen teilnehmend, aber sie hatten jetzt auch keine Zeit zu kommen. Und dieses Netzwerk, da wird zumindest so an einigen Stellen gibt es Informationen dazu. Unter anderem in Saalfeld, Rudolstadt sind Altersheime ein oder zwei, die keine Menschen mehr aufnehmen. Und zwar deswegen nicht, weil es nicht genug ausgebildete Frauen, sagen die auch so ganz klar, gibt, die also die alten Menschen dort pflegen können. Da ist ja ein Hinweis irgendwie. Richtig, ist ja auch kein Wunder, wenn man dann sich anguckt, wie ist die Bezahlung und was für Anreize werden denn geschaffen, also Stichwort Kinderbetreuung oder Vereinbarkeit Familie und Beruf. Und ist logisch, also wenn wir bräuchten einen Mindestlohn und auch eine Kinderbetreuung und so ein Umdenken in der Gesellschaft, ne, dass auch, weil bis jetzt ist ja die Familienbetreuung, die Kinderbetreuung doch immer noch mehr auf Seite der Frauen. Ne? Und dieses Umdenken, dass sich auch Männer da mit einbringen, ich will gar nicht sagen, dass das kein Mann macht, aber so dieses Bild ist ja trotzdem noch, dass sich Männer mehr einbringen und dass auch flächendeckend Kita-Plätze angeboten werden, dass wir einfach einen Rechtsanspruch ab dem ersten Jahr, in Gera haben wir das glücklicherweise, aber es ist ja auch noch nicht überall so, gut jetzt eingeführt, aber die Umsetzung müssen wir mal gucken, dass es Kita-Plätze gibt, wo die Kinder gut versorgt sind, dass die Frau eben auch Vollzeit arbeiten kann. Und dann muss sie natürlich auch dementsprechend bezahlt werden. Also dann ist es kein Wunder, wenn die Frauen und die Arbeitnehmer davonlaufen. Ja, Tanja, das weiß ja davon einiges. Mit zwei Kindern ist das ja Realität im Alltag. Aber ich denke, in Gera weiß man ja auch wirklich, ist die Kinderbetreuung gegeben. Ich würde sagen, oder habe es bisher so gehört, dass es auch für Menschen oder für Frauen gegeben ist, die also Schichtarbeit machen. Es scheint hier in dem Gebiet zumindest nichts wesentlich zu verändern sein. Also zumindest eher dazu hin zu arbeiten oder das zumindest zu verhindern, dass Kinderbetreuungsplätze wegkommen. Ich denke, das kann man auch nochmal unterstreichen, ne, dass Gera wirklich in der Kinderbetreuung richtig gut ist. Also wir haben den Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr für Kinder ja auch schon länger. Und wir haben auch viele Kitas, die Kinder hier aufnehmen können. Also das ist wirklich, Gera ist da super. Jetzt nochmal zu Julia. Du hast vorhin auch nochmal angesprochen,
dein Berufsleben, du weißt eh noch nicht, ob du überhaupt hier bleibst. Das ist ja das, was, denke ich, gerade hier den demografischen Wandel auch ganz besonders jetzt schon ausmacht. Die jungen Leute sind seit 1990 überwiegend nach ihrer Ausbildung, vielleicht schon vor, zu ihrer Ausbildung weggegangen, gleich weggeblieben, weil Berufsleben in den alten Bundesländern doch einigermaßen unproblematisch sofort vom Studium, von Ausbildung, Lehrberufen etc. viel einfacher zu praktizieren war. Aber was würde das denn, ist das wirklich ein großer Wunsch, so mal erstmal so gefragt? Von mir, dass ich weggehe? Ja, ja. Nein, es ist kein großer Wunsch, nur ich habe halt, wie gesagt, Geschichte studiert und würde gerne in einem Museum oder in einer Gedenkstätte arbeiten. Und da gibt es, also es gibt natürlich einige Museen oder so in Gera, aber natürlich ist es immer eine Frage dort der Finanzierung, ob Stellen geschaffen werden können oder frei werden oder so. Und gerade in dem Bereich muss man schon flexibel sein und auch bereit sein, wegzugehen. Ich möchte es nicht unbedingt, wenn es nicht sein muss, aber wahrscheinlich nicht zu ändern. Ist da nicht zu ändern. Und das heißt also, das ist auch noch gar nicht das Problem, dass Frauen noch, oder überhaupt junge Leute, die mit ihrer Ausbildung weg sind, fertig sind, dass die hier wegziehen. Aus genau dem Gebiet, wo der demografische Wandel quasi schon ziemlich mittendrin ist. Also das scheint jetzt noch nicht zu behoben zu sein, oder? Hat da irgendjemand in der Politik schon mal eures Wissen, ihr seid ja beide junge Politikerinnen auch, schon mal was gesagt, was da vielleicht alles so zu beheben oder wie es zu beheben wäre, dass die jungen Leute hier bleiben? Ich denke, das Erste sind Arbeitsplätze, klar. Also wir haben ja gehört, dass die weichen Standortfaktoren in Gera ganz gut sind, also Kindertagesstätten und sowas. Ja. Ich sehe das ähnlich, ne? Das ist aber genau das, was ich vorhin gesagt habe. Man muss halt diese Anreize schaffen, ne? Also da braucht es eben Arbeitsplätze und keine Minijobs, die braucht nur wirklich niemand. Und eine gute Bezahlung, von der man auch leben kann. Das darauf läuft es immer wieder hinaus, ne? Ist es denn wirklich in den alten Bundesländern vielmehr, so viel anders? Weiß das einer von euch beiden? Also ich höre es zumindest von vielen, ich kenne ja auch viele Leute, die nach ihrer Ausbildung oder ihre Ausbildung schon nicht hier gemacht haben in den alten Bundesländern und dann auch gleich da geblieben sind, wo sie die Ausbildung gemacht haben in den alten Bundesländern. Also kann ich dazu nichts sagen. Bei mir im Bekanntenkreis ist es eher so, dass man nicht so weit weggeht, also so Leipzig oder Dresden und dort dann auch geblieben ist. Aber in einem größeren Umfang weiß ich nicht. In den alten Bundesländern, denke ich, ist es auch noch mal ein bisschen was anderes. Einfach von der Sozialisation her, ne? Das, also Frauen, hier ist es überhaupt kein Thema. Frauen gehen arbeiten und haben Kinder. Und ich denke, in den alten Bundesländern ist es auch eher so, dass die Frauen, also sich auch bewusst dafür entscheiden, ich nehme halt einen Teilzeitjob oder ich kümmere mich um meine Kinder. Und teilweise geht es ja auch gar nicht anders, weil da eben die Kita-Plätze oft fehlen. Also sie werden ja einfach ganz anders gezwungen, zu Hause zu bleiben und sich um die Kinder zu kümmern. Und ich denke aber, bei uns ist schon so der Anspruch, also ich habe Kinder und gehe Vollzeit arbeiten. Wie sieht es denn eigentlich aus, so in eurem Denken, wenn wir jetzt immer wieder sagen, wir drei unter Frauen, ich habe ja auch so ein Bild, Frauen haben sich eben letztlich doch um die Familie zu kümmern, darum zu kümmern, dass die Betreuungsplätze funktionieren, wenn Frau schon mal arbeiten gehen will. Wie ist denn das, kann man das so wirklich für alle Zeiten festlegen, sollte es so bleiben? Also ich glaube nicht, dass man das, also dass es festgeschrieben ist. Ich glaube, es ändert sich auch immer mehr, dass mehr Männer zu Hause bleiben oder weniger arbeiten wollen, aber es auch zum Teil nicht können, weil die Arbeitgeber da nicht mitmachen und sie dann auch wieder Probleme haben, wieder einzusteigen oder allgemein in Teilzeit zu gehen. Also ich glaube, dass viele Männer das wollen, aber auch da sind gesellschaftliche Schranken oder Voraussetzungen einfach nicht erfüllt.
Wollen die Männer dann wirklich lieber weniger arbeiten wegen der Familiensituation, dass sie sich auch mehr einbringen in die Familienarbeit sozusagen? Oder haben die dann Hobbys und wollen die verfolgen? So pauschal kann man das, glaube ich, nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt wirklich immer mehr Männer, die wirklich sich auch um die Familie kümmern wollen. Ja, das kann man schon erkennen. Das sehe ich so, also ich sehe das eigentlich genauso, ja, dass sich das schon ein Stück weit ändert und dass auch Männer da Verantwortung für die Familien übernehmen. Also ich habe auch so aus der politischen Sicht immer wieder, ist ja zu hören, Grüne, ich denke vielleicht SPD auch, weiß ich nicht so, ich wühle da nicht so rum, was die alle so wollen. Aber bei den Grünen weiß ich, die Grünen drängen in ihrer frauenpolitischen Arbeit auf das wirklich totale Erwerbsleben der Frau, die Existenzsicherung der Frau, nennen sie das. Was sagt Julia als grüne junge Frau dazu? Ist das berechtigt? Ich denke, dass jede Frau die Chance haben muss, das, also Vollzeit zu arbeiten und Kinder zu haben oder eben auch nicht Kinder zu haben oder nur Kinder haben und Teilzeit arbeiten. Also das gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie man das organisieren kann und da sollte jeder Frau halt die Chance gegeben werden, das zu tun. Also die Vorstellung ist auf jeden Fall da. Also ich bin jetzt nicht als Frau dazu da, in der Gesellschaft meine Kinder zu kriegen und dann den Beruf oder das, was ich gelernt habe, auch beruflich auszuüben. Es ist kein Muss, nein, aber wie gesagt, also jeder wie er halt möchte. Ja. Ja, ich denke auch, da sollte man auf die Autonomie der Frauen vertrauen und das jedem selbst überlassen. Ja, das möchte. Ja, aber wenn wir jetzt immer wieder von den Betreuungsplätzen für Kinder reden, dann reden wir Frauen eigentlich immer mehr darüber. So sehe ich es, zumindest erlebe ich es. Gut, die Männer reden auch davon, aber oft in der Politik hört man dann schon eher, beide Varianten müssen offen bleiben, etc. Aber was heißt das jetzt eigentlich, wenn wir hier jetzt doch eher davon reden, es sollen alle Dinge offen bleiben, ist dann nicht das Betreuungsgeld, was die Bundesregierung ja sozusagen festlegen will, dass es das gibt, damit nicht alle Kinder in Kindergärten kommen ab dem ersten Lebensjahr oder Alter von sechs Monaten, ist das dann nicht eine gute Art zu sagen, also wenn die schon alle wollen, das machen wollen, was sie wollen, dann machen wir auch eben diese Regelung, neben dem rechtsverbindlichen Platz einer Betreuung für das eigene Kind. Also die Frauen sollen natürlich die Möglichkeit haben, sich bewusst zu entscheiden, ne? Ob es zu Hause oder mit Kind und Beruf oder nur Kind. Nichtsdestotrotz halte ich es persönlich für besser, sich für eine flächendeckende Kita-Landschaft einzusetzen und das Geld auch dort zu investieren. Wir haben jetzt ja auch bundesweit diesen Rechtsanspruch und ich denke, da ist noch einiges zu tun und das Geld wird, denke ich, dort gebraucht. Also ich bin persönlich für mehr Kita-Plätze. Also eher die Betreuung außerhalb des Hauses von Kindern im tagsüber, ja, natürlich. Und nicht eben, dass Mütter generell Betreuungsgeld bekommen vom Staat, wenn sie das gerne lieber so haben möchten, dass ihre Kinder zu Hause bleiben bis zur Schule. Und wie Julia, wie ist so deine Sicht, auch ohne bisherigen Familienanhang, sag ich mal? Ja, ich glaube, das Betreuungsgeld schafft halt wirklich die falschen Anreize für Familien. Ich finde auch eher, dass mehr Kindergartenplätze geschaffen werden sollten. Ja, wir reden ja jetzt immer von Kindergartenplätzen, aber wenn Frau wirklich den Wunsch hat, sich unabhängig zu machen mit dem Erwerbsleben und eben nicht nur mit einem Minijob oder mit so mal ein bisschen arbeiten, sag ich mal, sondern mit einer vollen Erwerbstätigkeit, also so viel zu verdienen, wie es auch auskömmlich ist für die ganze Familie etc., will sie natürlich auch. Und wenn das Kind zur Schule geht, dann gibt es ja also viele Schulen in den ersten Jahren, also ich kenne es selber noch aus meiner Erfahrung,
dann macht die Schule mal um 11 schon Schluss, um 12 schon Schluss. Was machen wir denn dann? Da gibt es ja nicht mehr die Kindergärten, wo die Kinder so einfach hin können. Dann gibt es Hortplätze. Und wir haben auch in Kitas noch Hortplätze. Es gibt noch ein paar in der Stadt. Und die Schulen haben natürlich auch Hortplätze, wo die Betreuung gesichert ist. Hortplätze oder Ganztagsschulen, wo dann die Kinder wirklich bis nachmittags da sind und dort Hilfe bei den Hausaufgaben bekommen oder AGs machen können oder alles Mögliche. Das heißt ja nicht, dass die ganze Zeit dann Unterricht ist, sondern es ist ja dann für die Kinder auch Freizeit quasi. Also, dass die Kinder wirklich, auch in Deutschland, muss man ja schon sagen, ist das ja immer noch was ganz Besonderes, dass Kinder vom Kleinkindalter bis, bis ins Schulalter nicht den ganzen Tag bis nachmittags irgendwo sind, ob Schule oder Kindergarten, sondern es gibt ja immer noch viele Orte in ganz Deutschland, wo sie vielleicht gerade so auch in der Schule bis 12, vielleicht bis 1 sind und dann haben sich da gefälligst die Eltern wieder zu kümmern, falls sie überhaupt Zeit haben. Das sind so Regelungen, ja, die hat die Politik noch nicht so ganz geklärt. Aber wir haben ja eben schon, oder Tanja? Ja, also das Plädoyer dann für die Ganztagsschulen, ne? Und natürlich die Betreuungsmöglichkeiten, dass eben die Möglichkeit besteht, dass sich die Frau oder die Eltern auch ganztägig der Arbeit nachgehen können. Also der demografische Wandel, wenn wir jetzt vielleicht nochmal darauf zurückkommen, für die Frauen ein Glücksgriff, um eben endlich durchzusetzen, die es wollen, so habt ihr es ja schon geschildert, dass sie in gute Positionen kommen, dass sie genug Geld verdienen. Kann das so ein Resümee sein, wenn man sich mal, so wie wir es jetzt, so ein bisschen, eine halbe Stunde ungefähr, so Gedanken macht, es gibt Arbeitsplätze genug, auch für Frauen? Also sicherlich kann der demografische Wandel für die Frauen ein Vorteil sein. Aber was wir auch schon angesprochen haben, gibt es immer noch große Probleme. Also zum Beispiel, es gibt keinen Mindestlohn, dass die Frauen sich dann auch selber finanzieren können. Oder Kinderbetreuung ist immer noch ein Problem. Also es ist eine Chance, aber auch noch viele Sachen, die geregelt werden müssen. Also viele Fragezeichen, die dann... Also die Chance sehe ich ja nicht ganz so. Ich kann da nicht erkennen, wo da wirklich die Chance ist vom demografischen Wandel, außer dass es... Arbeitsplätze gibt, aber wie gesagt, es ist ja vielschichtiger, ne? Weil auch wenn es mehr Arbeitsplätze gibt, sind die dann schlecht bezahlt oder die Minijobs, und ich finde nicht, dass man das jetzt an dem demografischen Wandel aufhängen kann, sondern da muss eben wirklich gesellschaftlich oder politisch viel passieren, wie der Mindestlohn, die Minijobs gehören abgeschafft, die Kita-Betreuung. Und der demografische Wandel kann ja von niemandem für Vorteil sein, wenn keine jungen Leute nachkommen und keine Kinder mehr nachkommen. Also da muss doch dieses Umdenken passieren, wie schaffen wir Anreize, dass es sich lohnt, auch Familie zu sein, dass es sich lohnt, Kinder zu bekommen und dass man in der Gesellschaft gut leben kann. Das wäre zumindest eine Bedingung oder ein Teil, um diesen demografischen Wandel auch zumindest so zu mindern, dass er uns nicht alles Mögliche wegbricht. Es gibt ja Szenarien, weiß ich was, dass nicht nur, dass auch Häuser leer stehen, was ja hier alles schon in Gera vorhanden ist. Aber ich muss schon sagen, also meine Vorstellung ist da schon, die will ich doch jetzt einfach mal so sagen, dass es für Frauen mehr Chancen geben kann, wenn der demografische Wandel so fortgesetzt auch hier. Wenn ich mir nur überlege, ich wohne 20 Jahre in Gera, welche Stellen mittlerweile so ganz schlicht und einfach mit Frauen besetzt sind. Die Geschäftsstelle in der SPD, gut, die anderen hatten auch schon immer ein paar Frauen, die anderen Fraktionen, aber das war früher doch immer so eine Männerdomäne. Und viele andere Bereiche, wo ich Frauen hier kenne, die so in solchen Positionen ähnlicherweise sind, was ich so vorher oder Anfang der 90er nicht so gesehen habe, dass sich da Frauen so selbstverständlich mal in das Leben, Erwerbsleben reinbegeben. Aber wenn ich da mal zurückfragen darf, was hat das denn mit dem demografischen Wandel zu tun? Für mich ist das so eine Sicht, dass sie eben nicht genug finden, männlicherseits.
Aber nur wegen des demografischen Wandels gibt es ja jetzt nicht mehr Frauen. Aber mehr Ausgebildete gibt es schon seit wirklich seit über 30, 40 Jahren. Mehr gut ausgebildete Frauen, sogar in den letzten 10, 20 Jahren, glaube ich, sogar statistisch gesehen viel mehr als gut ausgebildete Männer. Stimmt, das ist so ein bisschen. Aber wie gesagt, das würde ich nicht an dem demografischen Wandel festmachen, weil ich glaube einfach, Frauen streben ja auch nach einer guten Ausbildung und also bilden sich halt aus. Und, aber wie gesagt, der demografische Wandel, wir werden älter und es kommen weniger nach. Es sind von allen Geschlechtern eben weniger dann da. Ja, genau. Mhm. Deswegen würde ich da das nicht so sehen, dass das nur für die Frauen den Vorteil bringt. Das ist die Frage, die Verteilung. Wie also der demografische Wandel ist für mich aus Sicht für niemanden gut. Also weder für Frauen noch für Männer, weil wir müssen einfach versuchen, diesen demografischen Wandel ein Stück weit zu kippen, abzuschwächen, dass die Pyramide eben wieder so geht und nicht so. Julia, was hat dein Wissen dazu oder was würdest du dazu nochmal sagen? Kann es ein Vorteil sein für Frauen oder ist so ein bisschen die These, die ich jetzt einfach mal so in den Raum stelle? Oder wie, eher so wie Tanja sagt, das wird es nämlich nicht. Ja, ich denke schon, dass es ein Vorteil ist. Für Frauen, ja, doch, kann man so sagen. Also ich sehe es auch in gewisser Weise schon so. Aber der demografische Wandel ändert nichts an den Umständen in der Gesellschaft. Also durch den demografischen Wandel gibt es... Die Verteilung wird doch wahrscheinlich anders. Aber es gibt doch deswegen nicht weniger Männer. Nein, also, aber wenn Männer sich nicht so gut ausbilden lassen, aber Frauen aber mehrheitlich liegt, schon, was liegt dann? Nicht am demografischen Wandel, glaube ich. Ja, das kann man, ja klar, dann ist das natürlich so, wenn Männer sich weniger ausbilden lassen, aber das also schreibe ich nicht dem demografischen Wandel. Ich kann es nur von meiner Generation mal so sagen. Es gab auch in meiner Generation, ich bin ja jetzt über 60, will ich jetzt mal gucken, trotzdem man das eigentlich nicht sagt, genug ausgebildete gut ausgebildete Frauen, ich zähle mich jetzt mal ruhig dazu, und die Arbeitsplätze waren immer so rar, um da wirklich, wenn man nicht irgendwie eine Lücke gefunden hat, reinzukommen in einen vergleichbar, also beziehungsweise ausbildungsmäßig, den man haben wollte, der war also meistens nicht zu bekommen. Und meistens lag es auch wirklich an dem weiblichen Gesicht, sage ich ruhig mal. Und ich denke, es ist immer eine Chance gewesen, wenn sich Generationen, ja gut, nach dem Krieg kann man nicht sagen, dass sich da der demografische Wandel bemerkbar gemacht hat, denn in Kriegssituationen brechen ja oder sterben ja wirklich viele Menschen weg in allen Generationen, in allen Schichten, Männer meistens sogar mehr, ist schon richtig, oder die sind dann im Krieg und da macht sich ja auch immer bemerkbar, dass Frauen die sogenannte Reservearmee spielen, im Krieg zumindest und nach dem Krieg, das weiß man, da haben sie dann nichts mehr zu sagen, in der Zeit. Aber das kann doch nicht unser Ansatz sein, dass wir sagen, hey, wir Frauen sind die Reservearmee und wir warten halt, bis die Männer aussterben und dann nein, sind nein, wir nein, das ist jetzt nicht. Nein, aber es ist eben so eine Lücke, die kann doch... Nein, das sehe ich aber nicht so. Ich sehe eher, wie gesagt, dieses gesellschaftliche Denken, dass Frauen und Männer auf einer Ebene stehen, gleich bezahlt werden. Und die politischen Umstände, die Rahmenbedingungen müssen sich ändern. Okay, wir sind fast am Ende. Ob das jetzt alles so bleiben wird, wie wir es jetzt hier von Tanja gehört haben. Wahrscheinlich ist es auch eine Frage des gesamten Menschen, der gesamten Menschen, weiblich, männlich, wie wir uns sozusagen die Gesellschaft gestalten können, wenn also die Alten zunehmen und die Jungen geringer sind. Was auf jeden Fall, denke ich, wir wissen, dass im Migrations- und Flüchtlingsbereich der Wunsch plötzlich da ist, doch viele zu halten, auch viele in unser Land zu bringen, die eine gute Ausbildung haben, fängt ja jetzt schon an. Und da gebe ich euch jetzt beiden nochmal das Wort, ob ihr dazu vielleicht kurz was sagen wollt.
zum demografischen Wandel und dem, dass es für Menschen, die aus in unser Land hinein drängen oder jetzt schon da sind und als Migranten oder Flüchtlinge eher die geringere Rolle im Arbeitsplatz oder Arbeitsleben führen, ob das eine Chance ist. Ja, ich denke, es ist schon eine Chance, wenn Menschen mit guter Ausbildung also zu uns kommen und hier arbeiten, wenn ihre Abschlüsse dann auch hier anerkannt werden, was ja auch immer so ein Problem sein kann und Problem ist. Und dieses Potenzial, sage ich mal, zu nutzen, das ist schon wichtig. Also auch für die Leute, die hierher kommen, sich dann, wenn sie Arbeit finden, und fühlen sich ja gesellschaftlich anerkannt. Das ist, denke ich, schon eine große Chance. Also das merkt man ja auch an manchen Sachen. Also die Abschlüsse, die Ausbildungsbedingungen oder das, was Menschen mitbringen aus anderen Ländern an Ausbildung, wird ja hier schon jetzt anders anerkannt. Gesetzlich ist da ja schon einiges gemacht worden. Ich sehe das auch so. Es macht die Gesellschaft auch bunter und das ist einfach auch schön, wenn man ja Menschen aus anderen Ländern kennenlernen darf, ne? Was die einem vermitteln können und wie deren Sicht so auf die Dinge ist. Und ja klar, also da kann man ja nur davon profitieren, wenn man voneinander lernt, ne? Und wenn dann auch die Arbeitsplätze so besetzt sind. Also ich bin da unbedingt dafür. Ich denke, das ist auch das, was schon sichtbar ist. Vielleicht viel sichtbarer, als dass Frauen da mehr Chancen haben auf dem Arbeitsmarkt in guten Positionen, um es mal so zu nennen, dass Migranten, Flüchtlinge und auch noch andere Menschen, die jetzt noch gar nicht da sind, aus vielen, vielen anderen Ländern mit guten Ausbildungen hier Chancen haben, wenn es den demografischen Wandel immer verstärkter gibt, beziehungsweise wenn er sich immer verstärkter bemerkbar macht. Und Alte wie ich, vielleicht haben die auch noch eine Chance. Das wird allerdings auch immer wieder in diesem Zusammenhang besprochen. Also ich habe heute gerade noch im Deutschlandfunk eine Sendung gehört, wo sich 70-Jährige gemeldet haben, die ihre Karriere nicht aufgeben mussten, weil sie gleich wieder berufen wurden, als man sie in den Ruhestand geschickt hat. Ja, was wirklich sein wird, das werden wir sehen. Aber liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im offenen Kanal, vielleicht fragen Sie sich auch des Öfteren oder vielleicht hat Sie es angeregt. Nur was ich ein bisschen vermisse, ist, dass viele offizielle Stellen wie IHK, Industrie- und Handelskammer, Agentur für Arbeit oder auch viele andere Stellen, dass die sich wirklich doch mehr darum kümmern, was wird, wenn der demografische Wandel noch weiter zuschlägt. Vielen Dank für heute und wir beenden das Gespräch damit.